Dann kannst du ein AI-Album machen. Gib mir mein Laboralbum. Genau, wenn du meiner Mutter Techno zeigst, wird die sagen, yeah. Was ist das jetzt? Bumze, bumze, bumze. Und düt. Erinnerungen, die Momente, all das macht die Musik lebendig. Deswegen war es ja so schwer, in Corona Mucke zu machen. Prime Tim Gabel Fitness-Videos, würde ich AI-Ding machen? Safe. Bro, sag wirklich, würdest du machen oder nicht? So, dein Musikgeschmack bleibt stabil in so formativen Jahren so zwischen. Genau, ab 30 hörst du ja immer weiter, weniger auf. Also du entdeckst ja weniger so und erlebst außer weniger. Außer AI Drake, Bro. Drake. Drake. I came in Celine. The best. Ey, der Track ist besser als jeder Drake-Track dieses Jahr. Aber guck mal. Was sagst du dazu? Genau. Das ist, guck mal, ich bin relativ kulturoptimistisch, so, ich bin nicht so ein Kulturpessimist. Das heißt, ich glaube eher, ich sehe eher die positiven Seiten davon. Guck mal, wird AI relativ schnell oder ist ja schon an einem Punkt, wo du quasi einen peripheren Hörer, der jetzt nicht so genau mit Drake bewandert ist. Der wird es verwechseln. Genau. Also es ist technisch möglich, ein Produkt zu erstellen, welches den Hörer täuscht. Aber das Problem ist, es funktioniert ja nur, weil es Drake gibt. Das ist das Ding, weil Drake existiert seit 20 Jahren, weil Drake eine Geschichte erzählt hat, weil er ist, weil er 20 Jahre lang eben dieser Künstler ist. So, ne? Es kann nicht aus sich selbst heraus. Aber genau, es kann nichts aus dem Nichts erschaffen. Und selbst wenn du irgendwann, und es wird, denke ich mal, relativ schnell der Fall sein, guck mal, ich kann jetzt mich autotune. Beste Beispiel für AI. Das ist ja nichts anderes als eine Tonkorrektur. Das, was du früher halt per Hand machen musstest, der Ton passt nicht, dann muss der darauf. Der Ton passt nicht, der muss hier runter. Das weißt du, was ich daran cool finde? Diese App, diese Applikation hat das automatisch per künstlicher Intelligenz für dich erledigt, indem du dem einfach gefüttert hast, hast gesagt, da möchte ich hin. Also hat diese App das alles für dich automatisch erledigt. War das jetzt schlecht? Nein. Und ich denke, wir werden relativ schnell an einem Punkt sein, wo Person XY da sitzt und sagt, nimm diese 10 Sekunden aus der Parte 2, Alter, pack die auf 130 BPM, mach bitte die Art Drums da drunter, meinetwegen, die Bassline soll so sein, oder nee, die Bassline gefällt mir nicht, mach bitte eine andere. Und du wirst das quasi alles automatisiert machen können, innerhalb von 5 Minuten wirst du diese Idee 5 verschiedene Genres durchspielen können. Es wird immer noch diese Person brauchen, die die Idee hat. Und das ist, die wird nie verschwinden. Und das ist das Ding, ist glaube ich, dass das, also jetzt das. Selbst wenn irgendwann ein ganzer Film entsteht im Rechner. Ja. Und Disney setzt sich hin und sagt, wir machen jetzt 50 Stück, rendern hier durch in 10 Minuten. Wirst du immer noch den Mensch brauchen, der sich die Dinge anguckt und sagt, der taugt was und der nicht. Ja. Die Kuration wird für immer bleiben. Deswegen wird auch Künstler nie verschwinden. Aber das Geile an dieser Kuration ist ja, das ist, was ich daran schön finde, ist, jetzt gerade ist ja die Eintrittshürde ist Skill. Genau. Es ist Imagination und Skill. Genau. Jetzt nimmst du den Skill immer weiter weg. Immer weiter weg, ja. Aber die Imagination bleibt. Genau. Heißt, da werden, das Ding ist halt, es wird demokratisierter, das Ding ist aber, dass viel mehr Leute an dieser Competition teilnehmen können. Definitiv. Aber sich der Skill jetzt erstmal verschieben wird, Richtung, wer kann AI? Genau. Wer kann es jetzt gerade? Wer schreibt den besseren Prompt? So, ne? Genau. Ja. Und das wird jetzt die nächsten so paar Jahre, ich glaube auch nicht so lang, wird das sein wie zum Beispiel mit diesem Amazon FBA-Ding, dass du halt so ein paar Leute hast, die diese Tools verstehen. Ja. So wie ein Beat, wie ein Typ, der ein Beat macht. Genau, also der... Der wird jetzt halt... Der wahre, der richtige Produzent, der eben Musikgeschmack hat, der kuratiert, der mit einem Künstler arbeitet, der ihm Ideen reingibt, der Skill hat, der wird kein Problem haben. Der wird einfach nur ein leichteres Leben haben. Und krassere Produkte bauen können. Genau. Der Beatmaker, der eigentlich nichts kann, der wird halt jetzt ersetzbar sein. Weil dann wirst du sagen, dich brauche ich nicht mehr, weil diese Drummaker-Kids, die quasi nur Sample, Drums drunter, die wirst du nicht mehr brauchen, weil das macht jetzt eine Webpage für dich. Ich schieb das Sample selber rein und der macht mir obligatorische Trap-Drums meinetwegen drunter. Weil all diese Pattern sind ja auch einfach und es wird halt schwer. Dann wird es halt wieder darum gehen, diesen eine Person später, die halt eben das durchbricht, weil es eben wieder nicht benutzt wird. Weißt du? Mhm. Das wird dann immer im Kunstthema natürlich der Fall sein. Genauso wie jetzt. Das Witzige ist zum Beispiel immer, Elektro ist ein gutes Beispiel. Also elektronische Musik heißt elektronische Musik. Mhm. Ist aber eigentlich, wenn du sie mit allen populären Genres vergleichst, die Musik, die aus
meistens immer noch aus analogen Werkzeugen entsteht. Krass. Also so ein richtiger, die richtigen Elektro-Freaks, ja, die Hausproduzenten, die Techno-Produzenten, das sind Nerds. Deswegen sind auch die Deutschen darin die Besten, weil es so eine technische Musik ist. Weil da so ein richtiger Techno-Dude oder Girl, der sitzt halt vor so einer Wand an analogen Synthes. Und dann sitzen die da dran. Krass. Und dann schrauben die und sagen, ja, der klingt nicht so und die Kick ist nicht satt genug und die muss von einer anderen Maschine. Da wurden noch die anderen Kabel benutzt, da war noch ein anderer Kompressor drin, das klingt viel wärmer und da wurden andere Glühbirnen verbaut und krass. Das ist, denen geht's ja, weil das ja eben theoretisch so eine, für den Hörer oder für den unversierten Hörer meist kalt klingt und leer. Jetzt, wenn du meiner Mutter Techno zeigst, wird die sagen, yeah. Hey, was ist das jetzt? Bumze, bumze, bumze. Und düt. So, aber das Problem ist jetzt, dass es halt eben, dadurch waren die natürlich auch gezwungen, das aus so höchst warmen eigentlich Geräten rauszusuchen, die ja, weißt du, so ein Techno-Producer, der, klar gibt's natürlich auch heute dann natürlich auch Leute, die alles irgendwie in the box machen so und sich's einfach machen, aber im Elektro und Techno wirst du die meisten Analog-Heads finden. So. Krass. Hip-Hop ist voll computerisiert worden schon, längst, total. Siehst du ja von diesen Sample-Kits. Also ich war einmal im Studio, Bro, bei einem Kollegen. Effizienter riesen, diese ganzen analogen Dinger und so. Ich war so, ja, Bro, was benutzt du? Chill mal, Bro, mein Laptop. Laptop. Ja, dann so gehen hat man diese früher gemacht. 2 Millionen Euro Studios. Ja, ja, ja. SSL-Pult, Neve-Pult. 64 Channels, jeder mit Kompressor-EQ, kostet 2 Millionen Euro. Der kommt mit Acer-Laptop, wo ist der AUX? Zack. Und dann braucht er nur noch, das sind dann so 2 Millionen Euro Lautstärkeregler. Das war's. Ist dieses zum Beispiel Dior 2001 ARC. Es gibt 10 RIN ARCs. Ja. Und dann sagst du jetzt, okay, ich lebe nicht diesen Film von damals. Ja. Aber ich kann jetzt halt mit AI einmal richtig noch diesen ARC Teil 2 und 3. Und dann kannst du ein AI-Album machen, weil ich zum Beispiel, ich feiere halt diesen Drake from Zero to 100, Underground Kings. And if you're reading, this is too late, Drake. Genau. So diese älteren Sachen. Jetzt die neueren Sachen sind nicht, dass sie schlecht sind. Ich mag es auch, wenn Künstler experimentieren. Und connect es einfach nicht mehr damit, so, ne? Aber das Problem ist, es gibt einen Trugschluss in dem Gedanken. Und zwar, du denkst... Gib mir mein Laboralbum. Genau, es gibt halt... Diese Musik lebt ja auch... Also die Musik ist ja nur ein Schiff, was sich irgendwo hinfährt. Es ist nur ein Transportmittel. Es erzeugt aber nicht den Moment oft. Weißt du? Mhm. Und jetzt an den If You're Reading This It's Too Late Drake nennst, ist es für dich wie so ein Spektralschiff, wo du einsteigen kannst und er bringt dich automatisch in diese Zeit zurück. So, und warum du dieses Album so feierst, oder diese Phase oder diese Mucke so feierst, ist wegen den Erinnerungen. Auch wegen der Zeit und der Erinnerungen, die Momente, all das macht die Musik lebendig. Deswegen war es ja so schwer, in Corona Mucke zu machen. Weil die sozialen Räume weg waren, wo die Menschen ja Musik erleben. Auf einem Festival, in einem Club. Du bist draußen an einem öffentlichen Platz. Leute konsumieren Musik. Definitiv, Bro, klar. Ich erlebe Mucke voll alleine. Ja, für mich ist Mucke voll Singleplayer-Shit. Genau, aber da bist du definitiv ich bin einer in der Minderheit. So. Ja, safe. Weil also man kann ja also einfach auch empirisch einfach zeigen, so dass in Corona einfach wirklich 50-60% weniger Musik gehört wurde. Echt? Ja. Neue? Definitiv. Oder? Allgemein, overall. So. Was? Das Gesamtvolumen so. Und klar, weil du viel Musik halt, du konsumierst Musik auf dem Weg zur Arbeit. Wenn du das nicht gemacht hast, ne, du konsumierst Musik bei Freunden, die hast du nicht getroffen. Boah, ich konsumiere voll aktiv Mucke, Bro. Dann gehörst du quasi zu den Power-Usern, zu den anderen 50%, der trotzdem weiter Musik. Zum Beispiel eine Stunde bevor ich schlafen gehe, ich meditiere immer mit Mucke. So. Ich höre geile Mucke. Ich arbeite viel mit Mucke und reise halt auch viel mit Mucke. Oder halt, ja, ich höre natürlich auch sehr viel Musik, aber ich gehöre auch nicht zu diesen 50%, aber ich habe verstanden, warum es die gibt. Ich brauche Mucke für meine Fantasy so mäßig. Genau. Aber so, wenn ich Videoskripte schreibe, so diesen, weißt du, wie so ein Tagtraum, den ich habe, ich mache keine Notizen, sondern ich mache das mit Mucke. So. Diese Person oder dieses Kunstwerk von damals lebt ja auch von dem damaligen Zeitgeist. Bro, sag wirklich, würdest du machen oder nicht? Nein. Oha, warum? Nein, weil es selbst wenn du es Dior 2002, Bro. Dior 2001.
2. So, selbst wenn es, wenn du es per AI perfekt umsetzen würdest, selbst wenn du jetzt die Parameter runterschreibst, was hat diesen Song ausgemacht und es irgendwie reworkst oder das irgendwie einen Mut baust und den Mut weiterverfolgst, wirst du schnell, ganz, ganz schnell merken, dass Kunst so nicht funktioniert. Ich bin da bei diesem Stan-Beispiel. Du könntest es versuchen. Ich glaube, ich bin bei diesem Stan-Beispiel. Ich kann mir schon vorstellen. Ja, okay, vorstellen. Aber das ist ja einfach nur das ist ja nicht, das ist ja ein ganz anderer Mut. Es ist halt also wirklich weißt du, ein Experiment. Guck mal, da so irgendwo Labor, fangen wir an bei einem kanadischen Popsong, der relativ traurig ist. Daraus baute Eminem dann eine eigentlich ziemlich sperrige Nummer, die sich eigentlich todessperrig, muss ich mir überlegen. Ich habe den Song nie gefühlt. So, das sind dreimal, Alter, gefühlt 600 Bars. Aber diese Story war halt so spannend und so gut vorgetragen, dass es irgendwie trotzdem funktioniert hat. Mit dem Musikvideo war es halt ein gutes Gesamtprodukt. So. Stimmt, es war ein Narrative. Genau. Ja, war und das die halt. Poppige Hook hat es ein bisschen geöffnet, sodass es gerade noch irgendwie kommerziell funktionieren konnte. Das war nie mein Ding so. Und dann hast du jetzt irgendwie New Wave in diesem Interpolationshype, was ja ist ja kein einzelnes Phänomen, dass man quasi alte Mucke dann irgendwie ja, den also Text diese Nostalgie ändert. Und genau, diese Nostalgie mitarbeitet. Das Remix ist aber halt jetzt auch einfach ein Zeitgeist-Mut. Musik lebt auch immer vom Zeitgeist und im Zeitgeist. Du könntest nicht einfach sagen, also wenn du jetzt zum Beispiel ganz blank sagst, okay, du nimmst jetzt den Beat von Drake von 2015 und rappst da drauf, dann klingt es halt einfach alt. Das heißt, du müsstest die neue Version davon machen, aber das ist dann eigentlich schon wieder neue Musik. Ja, das ist schon ja neue Kunst. Das heißt, was du eigentlich meinst, du hättest gern etwas, was sich daran inspiriert. Wie Remastered inspired. In dem Spiel. Ja, genau. So. Was halt den Mut nimmt und ihn in heute reinbringt. Ja, Remastered ist ja meistens nur ein Qualitätsunterschied. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber das die ist Mucke so wie, ist schon auf einem hohen Qualitätsniveau. Das ist ja wie, keine Ahnung, Resident Evil hast du gezockt? Nee. Du bist kein Horror, ne? Uh-uh. Ja, du bist, egal. Ja, da, Angsthase. Ja, 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 das kriegen wir noch hin. Ich weiß noch, als wir Fortnite gedingst und dann, wieso haben wir Zimmer hintereinander gewonnen und dann gesehen, dass es Bots waren? Ah, das war so reulig. So haben wir uns kennengelernt. Nein. Ja, stimmt, wir haben gezockt, ja, Mann. Das war richtig weird. Aber, ich weiß nicht, guck mal, also, ja, du hast recht mit dem Remastered. Ich bin sehr biased, weil ich komme wirklich krass aus diesem Kunstthema. Mein Herz schlägt halt dafür und steht für das mich. Ist ja wie immer, wenn jemand mir sagen würde, jemand, du machst AI-Podcast, dann bin ich so, nein, genau. Bro, du nimmst ja mich und all mein Pain, all mein Struggle. Aber wenn ich jetzt nur das Produkt angucke bei Drake, dann denke ich mir so, ey, ich klebe behindert auf diesen AI-Songs gerade. Ja, weil. Ich vergesse die auch das, schnell. Das, genau, das geht halt nur, weil Drake so gut ist. Genau. Weil der Künstler Drake so krass ist und weil der auch so ein krasses Produkt gebaut hat, welches so facettenreich ist und er seine Stimme und alles ja inzwischen in so viele Arten und Weisen verbaut hat und auch in dein Leben gebaut hat. Weißt du, es gibt ja, jeder von uns hat eine Zeit Pop-Drake gemocht so und es hat einen ganz anderen Space in unserem Leben eingenommen als der Rap-Drake. Ja, und dann gibt es auch noch den Album-Drake. Ja, den ich bin zum Beispiel, das ist mein Lieblings-Drake. Erklär der welche? Der Intro- und Outro-Drake. Ja, 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 ja. Ein Sample, 6 Minuten. Uff. Straight Rap, Alter. Bei wie hieß das? I've been buying a simple, so a gun and a pimple. Weißt du, ich meine so. I've been missing you since high school. Blah, blah, blah. Things been different. Den Drake, den liebe ich so. Fire and Desire. Boah, Views. Damn, Alter. Dieses nachts nach Hause fahren und dann so ein Drake-Outro. Ja, ja. Mut, Alter. Das war auch bei Dingen, wie hieß das mit seinem Vater auf dem Cover? Mir fällt es gerade nicht ein. More Life. Ja, da war Outro auch fett. Ja, ja, stimmt. Sehr starkes Outro. Ja. Wie war das? Was war das? March 16? Nee. Da gibt's auch diese Dingline, 6 a.m. in Germany und so. Genau, 6 a.m. in Germany, I can't believe they heard of me. Ja, ja, ja. Oh, das, Bro, das hittet anders. Nein, Mann, ich bin richtiger Fanboy. Ich weiß nicht, Bro. Guck mal, wenn ich jetzt nehme Prime Tim Gabel Fitness Videos, würde ich AI Ding machen? Safe. Das wäre voll auch für mich so voll aber inwiefern? Weil guck mal, du kannst ja ist das Tim anderes? Gabel Fitness das kannst du nicht vergleichen mit hat Mucke? Funktioniert, weil du der erste warst. Das kannst du ja nicht nochmal machen.
Das heißt, der Tim Gabel-Content von damals wäre jetzt Durchschnitt. Nein, aber ich weiß, ich würde es perfektionieren, sozusagen. Aber dann wärst du ja schon wieder besser und dann wärst du ja schon wieder was Neues, verstehst du? Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, also, aber dann wär's ja gar nicht dieses Recreated AI-Ding. Ja, dann machst du ja einfach was Neues. Ja, genau, aber kuratiert von dir mit AI diesen Mut und... Okay, ja, das could be, ja. Dass du halt schneller bist, weißt du, was ich meine? Klar, ja. Und dass du sozusagen sagst, ey, ich versuche mit diesem Tool jetzt... Aber das Witzige ist, das macht man auch schon ohne AI. Machst du? Definitiv. Gibt's Arcs, die du wiederholst? Jeder Künstler hat schon irgendwo Safe Spaces. Was ist bei dir? Es gibt schon diese Typ, also diese Dior-Type of Songs bei mir. So. Und es gibt dann diese Pop-Type of Rin-Songs, wie Monica Bellucci oder Keine Liebe. Und dann gibt es immer diese Rap-Type of Songs, wie Blackout, Dirty South, Vintage. So, also ich habe natürlich auch Spaces, in denen ich mich wohlfühle und da gerne reinsteppe oder wie jetzt AMG oder so, weißt du? Gibt es Spaces, so, die du geil findest, aber du dich nicht comfortable gefühlt hast, zum Beispiel flowmäßig oder so, das mal auszuprobieren? Ja. Weil das wäre auch geil, mit sowas wie Frank Ocean oder so, weil ich einfach nicht so gut singen kann. Aber das wäre doch so ein AI-Ding. Deswegen gehe ich jetzt zum Gesangsunterricht.